So, Ladies and Gentlemen, jetzt nehmen wir aber auf, ich erwähne nur kurz, ich war im Portal und habe die Helden ein bisschen nachgelevelt, dass die näher am Rang sind meines Hauptheldens. Ne. Es hat bei fast allen geklappt, nur beim Ghost Rider nicht. Iron Man hat noch einen Unterschied und Nico hat auch noch ein bisschen Unterschied. Aber jetzt mache ich halt die Aufnahme, dass wir ein bisschen wenigstens auch produktiver sind. Und machen wir unsere Sachen hier. Ghost Rider war auch verletzt in seinem Kampf. Ich bin bereit. Ich möchte wieder mit Blade trainieren, weil Blade soll mein erster bester Freund sein. Sturz und Stolperfallen. Objekte verursachen im Kampf erhöhten Schaden. Fügen verbesserten Heldenfähigkeiten zufällig Mods hinzu oder mische diese neu. Das muss ich auch noch verbessern hier. Ich habe einfach zu wenig Geld. Auf Superlink wurde ein neuer Beitrag gepostet. Warum riecht meine Ausrüstung nach Popcorn? Meinst du deine tragbare Mikrowelle? Wir haben sie uns vor ein paar Tagen geborgt, als wir auf dem Gelände gecampt haben. Willst du damit sagen, dass du eine potenziell bahnbrechende Waffe aus meinem Labor genommen hast, um Snacks zuzubereiten? Ja. War es der Fusion-Send-Koppler, der Massemodifikator? Hoffentlich finde ich kein gegrilltes Marshmallow in meinem Gamma-Zykloten. Zyklotron. Wie würden wir Marshmallows im Zyklotron grillen? Warst du überhaupt schon mal campen, Tony? Vielleicht mit seinem Butler. Lenkt mich vom Thema ab. Lenkt nicht vom Thema ab. Hunter, die Geschenke der meisten Leute machen mir keine Freude, aber du bist nicht die meisten Leute, danke. Die Abtei wird gerade etwas viel. Gönn dir mir, dir mit mir etwas Ruhe und Frieden. Wohin nächstes Freundschaftslevel mit der Besten. Wir hängen nur ab. Mit Magic. Schon. Einfach aus Spaß. Ich bin überrascht. Inwiefern? Ich dachte, in deiner Freizeit piesackst du Dr. Strange. Ha, den zu quälen ist keine Herausforderung. Manchmal ist es schön, mit jemandem spazieren zu gehen, der mehr in einem sieht als einen interdimensionalen Pförtner. Vielleicht finde ich, dass du nicht total blöd bist, okay? Du etwa nicht? Aber bevor du das F-Wort sagst, gibt es ein paar wichtige Grundregeln. Wir flechten einander nicht die Haare. Wir fassen sie nicht einmal an. Wir teilen kein Essen. Und Spitznamen kannst du vergessen. Klar? Die Regeln sind angemessen. Ich akzeptiere sie. Ich werde dein Haar niemals berühren. Illy. Wie bitte? Oder ist dir Iljanuschka lieber? Ach, du bist unmöglich. Aus reiner Neugier... Womit habe ich diesen neuen Platz in deiner sozialen Hierarchie verdient? Warum musst du deswegen jetzt so nerven? Du weißt, wie man böse ist, aber auf eine gute Art. Das gefällt mir. Ebenso, Iljana. Damit wäre das geklärt. Wir sind Freunde. Jetzt sagst du schon wieder das F-Wort. Ruinier es nicht, Hunter. Dann nehme ich ein anderes Wort. Geschmeichelt. So fühle ich mich nämlich. Plus 1 Manöver, Magic Combo Modifikator. Geschenkladen Vorrat erhöht. Ja, weil man nie genug Geschenke haben kann. Du hast eine spezielle Perspektive, Hunter. Ich sehe es oft anders, aber ich respektiere das. Plaudern wir über deine Zukunft. Wir sollten uns treffen, wenn du mal Zeit hast. Ach, alle wollen meine Freunde sein. Crowley, transzendentale Magie. Eroberung durch Technologie und Mystizismus von Victor von Doom. Mit diesem Werk bin ich nicht vertraut. Ich habe dich hergebracht, Hunter, um dich wieder mit deinen Wurzeln zu verbinden. Dich daran zu erinnern, wer du bist, woher du kommst, wohin du gehen kannst.
Und vor allem, wer du in meinen Augen werden kannst. Wenn es in diesen Seiten Antworten darauf gäbe, was meine Bestimmung ist, hätten wir sie bestimmt längst gefunden. Du schreibst deine Bestimmung selbst, Hunter. Klasse, jetzt klinge ich schon wie Nick Furys Autobiografie. Du musst weiter danach streben, die beste Version Hunter zu sein, die du sein kannst. Wenn du an dir arbeitest, kannst du alles erreichen. Bis auf die Reihe von Enzyklopädien da oben auf dem Regal. Dafür brauchst du vermutlich eine Leiter. Den ganzen Tag passiv, per gewöhnlich. Ich beginne den Kampf mit 28 Blocken. Das ist ja nicht so pralle. Braves Mädchen, Charlie. Oh, Charlie hat 15 Credits für mich mitgebracht. Der Hund war arbeiten. Eine richtige Instarella. Dieses Leben hier. Du weißt schon, Mächte der Finsternis jagen. Wie gefällt es dir? Ich bin nicht sicher, ob gefallen das richtige Wort ist. Es bringt ein paar besondere Herausforderungen mit sich. Ein Vorteil sind beispielsweise all die Verbündeten und Freunde. Schön, dass du das sagst. Es gibt zu viele einsame Wölfe da draußen. Es ist gut, sich hin und wieder auf andere zu verlassen. Aber wenn man auf sich allein gestellt ist, dann am besten mit einem so eindrucksvollen Arsenal wie deinem. Ich habe jahrzehntelang herumexperimentiert, um es zusammenzustellen. Interessiert dich was? Ich muss wissen, wie du so geniale Waffen kreierst. Ganz ehrlich, viel herumprobieren. Patronen in Knoblauch und Weihwasser zu tränken, war offensichtlich. Manchmal musste ich warten, bis die Technik weit genug war für meine Ideen, wie mit den UV-Granaten. Ich habe ein wenig mit Kastenschlössern und Musketen trainiert. Ich muss zugeben, ihre Effizienz hat zugenommen. Projektile erledigen die Sache schnell, aber nichts schlägt mein Schwert. Hat dein Schwert einen Namen? Nein, ich möchte sie lieber scharf und mysteriös halten. Dass wir unseren Job gut machen, liegt nicht nur am Equipment oder an unserem Improvisationstalent. Es geht darum, wieso wir es tun. Hat man erstmal ein gutes Verständnis für das Warum, ergibt sich das Wie von selbst. Meine Gründe sind sehr kompliziert. Wären sie simpel, würde ich mir Sorgen um dich machen, Hunter. Auf in die Schmiede! Was hast du für mich, Boss? Eine Gamma-Helix. Ich wünsche Henning im Chat auch frohe Weihnachten. Was kann ich schon sagen, außer bitte sehr. Charlie musste eine dampfende Helix im Flur hinterlassen haben. Dritter Aggregatzustand. Okay, da bräuchten wir auch mal wieder die Möglichkeit, die Forschungsgeschichte zu steigern. Verbessere 4K-Fähigkeiten von Dr. Strange, von Captain America und den Restkram haben wir ja schon. Erhalte sofort mehrere Trainingslevel. Na schön, fangen wir an, Dr. Spooky. Etwas zu unserer Beschäftigung?
Nee, alles gut. Man sieht sich, Hunter. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Jetzt wird mich nichts aufhalten. Na gut. So, du bist der Held, der mich helfen soll. Hey, ich hätte da eine Bitte. Verbessere eine Fähigkeit von Dr. Strange. Du dich an die Glocken, als du kleiner. Danke, Hunter. Ja, warum nicht? Da haben wir noch einen Infospeicher zum Entschlüsseln. Welche neuen Spuren? Von dem, den wir verhört haben. Brandheiße Infos. Bereit für etwas Heldenarbeit? Ich tue, was du willst. Hätte ich Zeit, würde ich mich um sie kümmern. Danke, Hunter. Ihr macht das schon. Ich dachte gerade, da ist ein Hakenkreuz im Buch. Hunter, hallo. War kurz ein bisschen geschockt. Ach, das ist ein Auszug aus der Kunst des Krieges. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht auswendig lernen musste für den nächsten Buchclub. So, schicken wir mal die Leute los, die im Level aufsteigen sollen. Berge die Vorräte. In dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Wir werden uns umgehend darum kümmern. Den Trucks. Hol die Artefakte, bevor sie abfahren. Unser Fokus ist unerschütterlich. Da ist doch das, was ich will. Lass sie bluten! Das habe ich gebraucht. Ich weiß, dass das nicht ein Standard-Move war. Zahlt Hydra überhaupt genug, um deine Arztrechnungen zu decken? Nicht Blitze. Interessante Taktik.
So, und der Rest kassiert jetzt erstmal Schaden. Das vergesse ich nicht. Ich wurde aufgehalten. Also sollst du das Schild jetzt zerstören. Der Sturm an der Seite der Mutter. Ich fürchte, da wird es mehr brauchen. Der Truck fährt gleich los. Es ist nicht mehr viel Zeit. Sind alle gleich. Die gehören mir. Zu deiner Mutter. Ein bisschen irritiert. Ich bin nicht sicher, ob die Vorräte diese Runde wegfahren. Nächste Runde wäre ja die Runde, die ich meine. Bemerkenswert, wie leicht Hydra trotz jahrzehntelanger Unfähigkeit. Aber verbleibende Vorräte 2 hört sich an, als wenn zweimal Vorräte noch verfügbar wären. Als könntest du das brauchen. Das habe ich gebraucht. Tja, dieses Artefakt sehen wir wohl nicht wieder. Ja, Leute. Dragon hat gelogen. Dragon ist schuld, dass die Vorräte jetzt weg sind. Ich warte schon. Um meine Zeit zu glänzen. Da sind die zweiten Vorräte links. Kein Grund zur Sorge. Das wird bestimmt gut. Wie viel Zahl? Hört los, dass sie nicht angehen, wie viele Runden. Das kann nicht genug sein. Ich spare meine Energie, bis wir sie brauchen. Sollen sowas. Das ist halt doof. Ups. Upsala. Halte ich gut fest.
Stangen. Ich wette, das haben sie nicht kommen sehen. Die Mission war ein Erfolg. Immerhin konnten wir die Credits sichern. Uns hat sich mal keiner verletzt. So, zum Abhängen ist niemand verfügbar. Wir haben zwei Feindschaften ja vertieft heute. Wenn Venom deine Rüstung sieht, wird er Angst bekommen. Wir waren viel zu lange in der Defensive. Entschuldige, ich habe gerade mit jemandem in der umgekehrten Welt per Astralprojektion parliert. Klar. Oh mein Gott, der Zwischenwartescreen kann übersprungen werden. Warum existiert er dann? Vorhergesehen, aber dennoch faszinierend. Weißt du, ich hätte nichts dagegen, wenn du nicht... Wähle einen Helden und verbrauche würdest. Die Hälfte seiner Gesundheit, um einen Verbündeten damit wiederzubeleben. Kostenlos. Wenn ich nicht sehe, was du veranstaltest. Naja. Willkommen in Tonys unheimlicher Dämon. Ich bin Tony. Was kann ich heute kriegen? Hä? Hä? Nicht schlecht, was? Bis später. 251 Credits, das ist auch noch zu wenig. Das sollte nützlich sein. Für den Ausbau auf dem Trainingsding. Ohne Fleiß kein Preis. Ständige Innovation, das Versprechen. Mein Glückstag. Legen wir. So, wir machen ganz kurz. Wobei. Beim Ghost Rider ist einfach das Problem, dass seine Fähigkeiten dafür scheiße sind. Ich muss mir in Ghost Rider eigentlich neue Karten bekommen. Das bedeutet, ich muss ihn auf Mission mitnehmen. Oder Fertigkeitskarten herstellen. Iron Man Fanfiction Anthology. Anthologie. Das wird Iron Man lieben. Weil Sachen über ihn drin stehen. Hey, ich hätte da eine Bitte. Sie haben über die Macht gesprochen, die Zukunft vorherzusehen. Carol sagte, dass sie dann jeden einsperren würde, bevor er ein Verbrechen begehen kann.
Toni war da ganz anderer Meinung, das ist sehr lautstark und farbenfroh. Jede Zukunft ist eine aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Man kann niemanden für das bestrafen, was er tun könnte. Danke, Hunter. Hallo, Hunter. Ich könnte deinen Erzählungen stundenlang zuhören. Ich habe viele Jahre lang hart gearbeitet, um der zu werden, der ich bin. Was geht, Sonnenschein? Es ist vollbracht. Hätten wir ein paar Neulinge, würde ich sie zur Übung losschicken. Super. Aber damit sind wir... Bringt dir die Verbannenfähigkeit zweimal mit, die ich so nutzlos finde. Ein Problem aufzuschieben, löst das Problem ja nicht. Und das ist für mich die Verbannenfähigkeit. Du siehst verloren aus. Kann ich dir helfen? Ich mache nur eine Atempause zwischen zwei Krisen. Ich befürchte, wir beide haben immer nur Krisen gekannt. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben wäre, müsste ich nicht all diese Bürden tragen. Was meinst du damit? Wo wäre ich zum Beispiel? Was würde ich tun? Wo würde ich meinen Ruhestand verbringen? Ruhestand? Ja, Hunter. Selbst ich träume von einem Leben jenseits der Abtei. Du nicht? Kannst du überhaupt jenseits der Abtei überleben? Mir fällt nichts ein, was ich lieber täte als das hier. Ich wurde zu einem einzigen Zweck wiedererweckt. Und den werde ich erfüllen. Du bist immer so pflichtbewusst. Vergiss nur nicht, dass ein zweites Leben auch bedeutet, dass du es leben darfst wie alle anderen. Nein, ich bin eine Tötungsmaschine. Und mit dir fange ich an. Bereit für die Arbeit? Vielleicht gezogenen Angriffen plus 28 Schaden, bis Karte gespielt oder abgelegt wird. Ein verbesserter Zauber? Sehr gern. Nicht jeder will meine Ratschläge, aber kriegen tun sie sie alle. Achso, der Schaden wird auf 1/6 erhöht. Bei Netzwurf. Fantastisch. Mal sehen, was sich damit machen lässt. Aber eigentlich wollte ich bei dir gucken. Achso, ich habe Verbannen normal und Verbannen plus. Und hier kannst du einen Verbündeten auch also verschwinden lassen, aber ich finde... Da hole ich mir lieber die Punkte für. Heiliger! Großartig. Danke, Hunter. Ah ja, stimmt ja. Eine Fähigkeit von ihm verbessern.
Gewährt Dunkelkarten kritisch für 2 Züge. Und das macht sogar wirklich Sinn. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Durch die Verbesserung wird die kostenlos. Neu und noch besser. Das ist richtig gut, ey. Hier wird Hunterkarten auf der Hand kritisch. Ja, okay. Und alle Nachgezogenen sind kritisch, die auch gezogen werden und kostenlos, bedeutet, ich muss nicht mal einen Zug dafür abgeben. Dafür nehme ich einen schützenden Angriff weg. Eine helle Karte. Hunter ist nicht. Der Hunter wird keine guten Fähigkeiten einsetzen. Wir sind 137 von 200 dunkel. Und das soll noch besser werden. Höher! Wie weit wollt ihr kommen? Höher! Die Karten beeinflussen die Dunkel- und Hellwertung. Wenn du, also dementsprechend, was du spielst. Ich prüge mich noch einmal durch eine Random-Mission. Grind.